Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur aktuellen Ausgabe vom FRM Regionalmagazin. In der vergangenen Woche tagte der Dippoldeswalder Stadtrat. Und diese Sitzung war für viele Einwohner besonders interessant, denn es ging um die Ausgleichsbeträge, die jeder Grundstückseigentümer zahlen soll. Zur März-Sitzung des Dippoldeswalder Stadtrates rechnete man mit einem großen Besucherandrang. Deshalb wurde die Sitzung auch im Kulturzentrum Parkseele durchgeführt. Etwa 100 Zuschauer folgten der Einladung. Im großen Interesse der Gäste stand der Tagesordnungspunkt 6. Die Erläuterung des Gutachtens zur Bestimmung von Anfangs- und Endwerten für das Sanierungsgebiet Stadtkern. Und damit einer ersten Bekanntgabe, wie viel jeder Grundstückseigentümer zu zahlen hat. Erstellt wurde dieses Gutachten von Dr. Koch, einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Er erklärte, wie er das Gutachten erstellt hat. Dabei handelt es sich um eine Schätzung, da eine genaue Bestimmung der Bodenrichtwerte nicht möglich sei. Die Wertsteigerung ergibt sich vordergründig durch die Verbesserung des Umfeldes. Neben einer Umgestaltung von Straßen und Plätzen zählt hier auch, wenn ein Nachbar sein Haus saniert hat. Ich verstehe die Leute oft gar nicht und sage, ich habe doch gar nichts gemacht, ich habe keine Fördermittel in Anspruch genommen und trotzdem soll ich jetzt einen Ausgleichsbetrag bezahlen. Das ist so. Die Frage, die der Paragraph 1 stellt, heißt ganz allein, am Ende der Sanierung hat der Grund und Boden jetzt einen höheren Verkaufswert, als wenn die Sanierung nicht gekommen wäre. Was der Einzelne daraus gemacht hat, welche Chancen er wahrgenommen hat oder welche anderen Probleme inzwischen entstanden sind, das haben wir häufig, dass inzwischen neue Verkehrsprobleme oder eben der Leerstand von Geschäften in früheren Top-Einkaufslagen und Ähnliches, das spielt alles keine Rolle. Die Stadt wurde in drei verschiedene Zonen aufgeteilt. Diese wurden einzeln untersucht. Zone 3 ist unter anderem der Obertorplatz, Altenberger Straße und Brauhofstraße. Hier wäre der Quadratmeterpreis ohne die Sanierung bei 40 Euro. Durch die Sanierung nun 42 Euro. Und diese 2 Euro pro Quadratmeter sollen nun die Grundstückseigentümer an die Stadt zahlen. Zone 2 ist zum Beispiel der Kirchplatz, Rosengasse und Große Wassergasse. Hier ist der Wert um 3 Euro auf nun 63 Euro gestiegen. Den größten Zuwachs gibt es auf dem Markt- und Herrengasse. Hier erfolgte eine Wertsteigerung von 80 auf 84 Euro. Dabei handelt es sich um eine Schätzung, die im Einzelfall noch korrigiert werden kann. Die Grundstücke auf der Rosengasse zum Beispiel liegen an einem Steilhang. Hier wird nicht die komplette Fläche berechnet, aber das sind dann individuelle Regelungen. Ist es so, dass auch diese hinterliegenden Grundstücksteile denselben Wert haben und dieselbe Reaktion auf die Sanierung? Da werden Sie sich mit befassen als Rat. Die Stadt möchte nun das Geld schnellstmöglich haben. Denn mit diesen Einnahmen könnten noch weitere Maßnahmen innerhalb des Förderzeitraums durchgeführt werden. Daher bietet die Stadt einen Preisnachlass von 20% für alle, die bis zum 31. Mai einen entsprechenden Antrag einreichen. Doch was passiert mit denen, die dies nicht tun? Der Abschluss des Sanierungsgebietes ist zum 31. Dezember 2014. Alle, die freiwillig die Ablösesumme gezahlt haben, sind von etwaigen Nachberechnungen nach Abschluss ausgeschlossen. Allerdings könnte theoretisch die Wertsteigerung zu diesem Zeitpunkt auch geringer ausfallen. Ab sofort ist das Gutachten im Bauamt des Rathauses einsehbar. Ebenfalls wird es auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht. Sie möchten Ihre Videofilme von VHS auf DVD kopiert haben? Kein Problem. Mit professioneller Videotechnik digitalisieren wir Ihre Filmschätze in bestmöglicher Ton- und Bildqualität auf DVD. FRM. Mehr als nur Fernsehen.
Brand in Seide. Im Hermsdorfer Ortsteil Seide meldeten am Montagabend Zeugen den Brand eines Carports. Die Feuerwehr rückte an. Ja, gegen 17.45 Uhr erhielten wir die Meldung, dass in Seide, ein Ortsteil von Hermsdorf, ein Ferienhaus brennt. Und da wurden die Feuerwehren von Hermsdorf, von Seide, von Schönfeld, von Schmiedeberg, die Boldeswalde und von Rehefeld hierher alarmiert, um die Brandbekämpfung vorzunehmen. Obwohl nicht viel Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vergangen war, bot sich den Kameraden kein schöner Anblick. Das Feuer war bereits auf ein angrenzendes Blockhaus übergesprungen. Das stand schon in Flammen, so dass die Feuerwehr ziemliche Schwierigkeiten hatte hier mit der Brandbekämpfung. Die Dippoldeswalder Feuerwehr war mit dem Hubsteiger vor Ort. Damit wären die Löscharbeiten einfacher vonstatten gegangen. Leider konnte er nicht zum Einsatz kommen. Ja, wir sind natürlich hier in der Gebirgsregion und die Zufahrt zu dem Ferienwohnhaus ist so schmal, dass wir mit dem Gelenkmast hier nicht ranfahren konnten. Er rutschte an dem Kante der Wiese ab. Doch das war nicht das einzige Problem, welches den Rettungskräften das Leben erschwerte. Hinzu kam noch Wassermangel. Das Hydrantennetz ist natürlich hier nicht so gut ausgebaut, aber durch den Deich, den wir in unmittelbarer Nähe, ca. 200 Meter Entfernung haben, konnten wir über lange Wegstrecken eine Wasserversorgung, stabile Wasserversorgung aufbauen. Und Wasser war auch in großen Mengen notwendig, da sich das Feuer im Gebäude sehr schnell ausbreitete. Das ist ein kompletter Holzbau, natürlich mit viel Verkleidung und Dämmstoffen drin. Und das ist unser Problem, dass die Dämmstoffe hinter den einzelnen Wänden verbaut sind. Und dort müssen wir systematisch rangehen, um die Brandbekämpfung dort und die Restablöschung vorzunehmen. Die Kameraden verhinderten erfolgreich ein Überspringen der Flammen auf weitere Gebäude. Hilfreich war dabei natürlich, dass es an diesem Abend relativ windstill war. Dennoch keine einfache Sache. Ja, momentan sieht es sehr traurig aus. Wir werden wohl hier uns über einen längeren Zeitraum mit der Brandbekämpfung befassen müssen. Es ist ziemlich schwierig, in das Objekt reinzukommen. Und von außen ist es genauso schwierig, da wir dort weder mit Leitern noch sonst was arbeiten können. Und wir versuchen jetzt wirklich über einen Innenangriff in ganz vorsichtiger Maßnahme dort die Brandbekämpfung von innen aufzunehmen. Trotz aller Kraft war eine Rettung des Holzhauses aussichtslos. Das ist wohl das Problem, denn das Haus brennt systematisch innen aus und ich denke mal, hier wird wohl dann irgendwie eine Abrissfirma oder dergleichen Hand anlegen müssen, um dort das Brandhaus wegzuräumen. Das Gebäude wurde in den letzten Jahren als Ferienhaus verwendet. Gerade im Winterhalbjahr kam es nur selten vor, dass keine Gäste da waren. Nein, momentan ist die Lage so, dass hier absolut keine Personen im Haus waren. Das ist ein Ferienhaus, das leer stand. Und von den Feuerwehrleuten sind ebenfalls momentan keine Verletzten. Wir haben das DRK mit hier vor Ort, um eventuell dort auch entsprechend Not an meine Hilfe zu leisten. Der entstandene Schaden beträgt etwa 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit noch, wie es zu dem Brand gekommen ist. Der Paulsdorfer Hof präsentiert das italienische Schlammerbuffet am Sonntag, dem 17. März von 11 bis 15 Uhr. Genießen Sie die leckersten italienischen Speisen von unserem großen Schlammerbuffet. Und das so oft und so viel Sie wollen, für nur 15,90 Euro pro Person. Um Tischbestellung wird gebeten. Telefon 03 504 64 580. Italienisches Schlemmerbuffet am Sonntag, dem 17. März von 11 bis 15 Uhr im Paulsdorfer Hof an der Talsperre Malter. Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, sich im Frühjahr ein neues Auto anzuschaffen, dann passen Sie jetzt genau auf. Denn bei Hyundai in Dippoldeswalde finden Sie mit Sicherheit Ihr Traumauto. Herzlich willkommen im Hyundai Autohaus Dippoldeswalde. Mein Name ist Mindy Siegemund und ich bin Verkaufsberaterin. Hier befinde ich mich an unserem Hyundai i10.
Es gibt viele Gründe, sich für ein bestimmtes Fahrzeug zu entscheiden. Der wichtigste aber bleibt immer derselbe. Es muss einen perfekten Begleiter für alle Herausforderungen des Alltags abgeben. Wenn darüber hinaus das Fahren auch noch Spaß macht, günstig und umweltschonend ist, umso besser. So wie beim Hyundai i10. Mit seiner Vielseitigkeit, aber eben auch mit charmantem Design und einer großen Auswahl an Lackfarben wird er Sie bei jeder Fahrt immer wieder neu begeistern. Dieses Fahrzeug haben wir in verschiedenen Farben als Tageszulassung vorrätig, bereits ab einem Preis von 6.990 Euro. Und jetzt möchte ich weitergeben an meine Kollegin Frau Yvonne Weichelt. Vom Stadtflitzer zum Familienkombi. Hallo liebe Zuschauer, wie von meiner Kollegin bereits angekündigt, befinden wir uns jetzt an unserem Familienkombi, den Hyundai i40. Diesen haben wir als Vorführwagen bereits für 16.990 Euro in unserem Bestand. Der i40 wurde in Deutschland entwickelt und ist mit allem ausgestattet, was automobiles Reisen sicher, komfortabel und außergewöhnlich macht. Vom Design über modernste Motorentechnologien bis zur ergonomischen Innenraumgestaltung. Der i40 wird Sie begeistern. Und was noch ganz wichtig ist, auf alle Hyundai-Modelle erhalten Sie 5 Jahre Fahrzeug- und Mobilitätsgarantie. Momentan befinden wir uns an der sogenannten 5-Star-Edition. In diesem Fahrzeug bereits enthalten Xenon-Scheinwerfer, Leichtmetallfelgen und viele, viele weitere Extras, die Hyundai Motor Deutschland Ihnen als Kunde mitgibt. Und weil heute noch so schönes Wetter ist und wir bald unser Frühlingsfest feiern, gehen wir jetzt nach draußen und gucken uns unseren Hyundai iX35 an. Hier befinden wir uns an unserem Hyundai iX35. Dieses Fahrzeug, außerdem unser i30, i30 CW und i40, bekommen wir derzeit zu 0,9% finanziert. Unser alljährliches Frühlingsfest wird dieses Jahr am 16.03. stattfinden. Wie jedes Jahr würden wir uns freuen, Sie bei uns im Autohaus begrüßen zu können und mit uns zu feiern. Also vergessen Sie nicht, uns am 16.03. zu unserem Frühlingsfest zu besuchen. Es finden allerlei Probefahrten statt, es wird eine Hüpfburg für Kinder geben und für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Und jetzt lassen Sie uns gemeinsam einsteigen und Gas geben. Liebe Zuschauer, ich habe mich heute hier verabredet mit Christine und Dietmar Geister. Freitalern muss man die beiden sicherlich nicht vorstellen. Sie sind stadtbekannt, denn sie sind auch beide gebürtige Freitaler, über 60 Jahre in der Stadt und sie sitzen auf gepackten Koffern. Das heißt, sie werden umziehen, sie werden diese Wohnung hier verlassen. Das war, so haben sie mir erzählt, sowieso geplant in 2 oder 3 Jahren. Nur noch nicht jetzt und jeder, der die Presse liest oder FRM schaut, der weiß, es hat damit zu tun, dass seit dem 31.12.2012 das Obdachlosenheim hier auf der Oststraße aufgelöst wurde. Jetzt gehen Sie quasi nach Berlin, sind noch arbeitslos und schauen jetzt auf schöne Jahre sicherlich zurück hier in Freital, vor allem in Bezug auf die Arbeit mit den Obdachlosen. Und trotzdem haben Sie jetzt ein Stich im Herz, weil Sie haben mir gesagt, so wie Sie gehen müssen, wäre das eigentlich nicht nötig gewesen. Mhm. Erzählen Sie mal kurz. Ja, jetzt speziell aufs Heim. Genau. Ja, also seit 20 Jahren bin ich jetzt leitende Betreuerin, erst auf der Koschitzer Straße, die Übernachtungsstätte, seit 95 gemeinsam mit meinem Mann hier auf der Oststraße. Und wir sind schon davon ausgegangen, dass wir bis zur Rente, sprich in 2-3 Jahren, das fortführen können, beziehungsweise wäre unser Wunsch eben gewesen, dass wir das jemand übergeben können. Mit unserer Erfahrung, mit unserer, denke ich schon, ja, wie soll man dazu sagen, wir haben so viel erlebt und wir haben so viele Leute kennengelernt und wir haben
Ja, wir hätten das einfach jemand in guten Händen übergeben, dass das fortgeführt wird, dass jemand für diese sozialen Schwachen, für diese sozial gefährdeten Bürger jemand da ist, der sie auffängt, ein Stück weit begleitet und genau, denen das genauso am Herzen liegt, die Leute wieder zu integrieren, wie es uns am Herzen gelegen hat. Das ist ja eigentlich unser ganz hohes Ziel gewesen und immer unser Ansporn, möglichst viele, viele Leute wieder zu integrieren, viele Bürger wieder in Arbeit, in Wohnung zu bringen, dazu zu bewegen, dass sie eine Therapie machen, ob es jetzt Drogen waren oder Alkohol. Wir haben eigentlich sie ein ganzes Stück auf ihren Lebensweg begleitet. Mit viel Erfolg würde ich denken. Natürlich, ich sage immer, man kann nicht jeden retten. Es kommt wirklich sehr darauf an, wie die Leute mitarbeiten, wie sehr sie schon geschädigt sind. Wir hatten auch einige mehrfach Geschädigte und wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, wie schwer das ist, fast unmöglich, da wirklich noch was voranzutreiben. Wenn dann noch das Alter eine Rolle spielt, also so jenseits der 60, ist es ganz schwer. Ich merke ja, Sie brennen ja immer noch für Ihre Bewohner, obwohl Sie gar nicht mehr hier wohnen. Wir haben ja auch vor längerer Zeit mal gefilmt, zur Weihnachtszeit waren wir hier. Es war ja eine sehr familiäre Atmosphäre. Ja. Es war ja, also Sie waren ja wie die Mutter und Sie waren wie der Vater oder ein guter Bekannter für alle. Also es war diese besondere Atmosphäre im Haus. Ja. Trotz alledem war es dann eines Tages vorbei. Wie haben Sie denn davon erfahren? Ja, eigentlich nur peu à peu aus der Presse. Also mit uns selbst hat niemand gesprochen. Es wurde immer stückchenweise ist dann so was erzählt worden. Wir haben uns das dann zusammengereimt. Wenn man jetzt jemand direkt darauf angesprochen hatte, wurde das verneint. Ich weiß nur, der Herr Wolfram von der SPD war hier und sagte, nee, braucht ihr gar keine Angst haben. Das wird weiter betrieben. Das ist ja ganz wichtig und Sozialarbeit muss gemacht werden. Und wir stehen hinter euch und wir unterstützen euch. Genauso die Wähler für Freital. Da waren wir kurz bevor dann eigentlich der Beschluss fiel. Bürger für Freital, ja genau. Waren wir nochmal in der öffentlichen Versammlung und da wurde uns wirklich von allen, gerade von Herrn Wasner und auch von den anderen Mitgliedern, versichert, sie machen sich ganz stark, es darf nicht sterben, es wird weitergeführt und wie wichtig die Arbeit hier ist. Und ja, und das so Schlimme war es eigentlich, wir waren ja dann zur Abstimmung mit dabei im Juli, als dann wieder erwarten alle die Hand hoben und, oder fast alle, sage ich mal, gerade im Bürger für Freital und die SPD, wo wir es nicht erwartet hätten. Und geh du mal ran. Und dafür stimmen, dass das Haus zugemacht wird. Und wissen Sie denn jetzt genau warum? Nein. Also das hat Ihnen auch jetzt niemand beim Tässchen Kaffee, nein, mal salopp gesagt, nein, nett von Angesicht zu Angesicht erklärt? Der Herr Bürgermeister hat nur gesagt, es wäre jetzt eine andere Zeit und das würde jetzt nicht mehr gebraucht. Punkt. So ungefähr hat er sich formuliert, stimmt's? Wir hätten eine gute Arbeit gemacht, das will er ja gar nicht abstreiten, aber es wurde eben nicht mehr gebraucht und ja. Wie geht's jetzt weiter? Ja, wie gesagt, wie Sie schon sagten, wir sitzen auf gebackten Koffern, Kisten. Am 23. kommt der Umzugswagen. Wir ziehen dann Richtung Berlin, haben da bei sehr guten Freunden eine Wohnung. Wohnen dann sehr schön, wo andere Urlaub machen, sage ich immer. Aber das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist natürlich, dass wir in die Arbeitslosigkeit beide jetzt gekommen sind. Dass wir auch beide noch keinen Job haben. Und dass das auch ziemlich schwierig ist, unser Alter hatten Sie ja gesagt, also müssen wir uns nichts vormachen. Natürlich werden wir uns bemühen und wir werden auch bestimmt ehrenamtlich irgendwo was tun, also die Sache lässt uns nie los. Wir sind schon immer für die Menschen da gewesen und haben schon immer versucht, was zu bewirken, was jetzt in unseren Kräften oder Möglichkeiten liegt. Aber wie das jetzt finanziell weitergeht und wie es jetzt eben direkt mit dem Job weitergeht, das ist eigentlich noch... Vielleicht noch kurz zum Schluss, was bleibt denn von Freital im Herzen übrig? Überwiegt der Groll oder doch die schönen Zeiten? Tja, oder Herr Geister, vielleicht? Ja, sag mal vom Anfang an. Ja, es ist einfach, es bleibt übrig der Gedanke an Freital, an die Zeit, wo wir hier gearbeitet haben, die wirklich schön war. Und ich möchte mich vor allen Dingen nochmal bei allen Freitalern, bei Privatpersonen, bei Vereinen, bei Betrieben bedanken, die durch ihre Spendenbereitschaft unsere Arbeit hier erst so möglich gemacht haben. Da möchte ich mich ganz, ganz sehr bedanken.
Und wir werden weiter an Freital denken, wir werden weiter. Was jetzt die aktuelle Diskussion ist, was ich nochmal sagen würde, überregional, über die Wahl, die jetzt in Italien stattgefunden hat, wo man jetzt sagt, ja, die überwiegende Mehrheit der Leute haben dort zwei Clowns gewählt. Ein Clown, wenn er gut ist, hat immer noch ein gewisses Ausstrahlungsvermögen. Der bewirkt was, und wenn er bewirkt, dass die Leute über ihn lachen. Wir brauchen uns nie aufregen, was die Leute dort gewählt haben. Was haben wir hier gewählt? Das sind natürlich eigentlich, doch, es spricht viel Bitternis ja aus Ihren Worten. Und ich kann es Ihnen auch nicht verdenken, dass es so ist. Wenn sich auch niemand jetzt offiziell von Ihnen verabschiedet hat, würde ich Ihnen doch alles Gute wünschen, dass Sie vielleicht wieder einen Job finden, der Ihnen gefällt, wieder Arbeit mit Menschen. Mhm. Und dass Sie doch, wenn sich das alles ein bisschen gelegt hat, wieder freudig an Ihrer Heimatstadt denken. Auf jeden Fall bleiben Sie gesund. Ja. Und vielen Dank für alles, was Sie gerade für die Schwächsten in der Gesellschaft getan haben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserer Sendung angekommen. In der nächsten Woche stellen wir Ihnen unter anderem den Freitaler Künstler Wolfgang Petrowski vor. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie dann wieder einschalten, und sage Tschüss bis dahin, Ihr Ronny Birner.